Ja, hallo mit O, liebe Nördlinge. Der Juni ist da, das heißt, wir gehen den Comic Hall für Mai durch und wir legen direkt mal los. Nerd. Heute wird es, glaube ich, nicht ganz so lang, weil ich habe mich relativ eingeschränkt und wenig Gebrauchtsachen gekauft. Eigentlich ab einem bestimmten Zeitpunkt gar keine mehr. Es sind jetzt noch ein paar Sachen mit dabei, die Anfang des Monats kamen, aber danach gab es keine mehr. Aber dafür kann ich jetzt loslegen mit ein paar Rezensionsexemplaren von Panini Comics. Fangen wir mal an. Die Fantastischen Vier, eine Geschichte des Lebens. Also ähnlich wie die Geschichte zu Spider-Mans Leben, ja, wo sie auch altern tatsächlich. Habe ich aber noch nicht gelesen. Ich habe in fast noch gar kein Rezensionsexemplar von diesem Monat reingeschaut. Werde ich aber jetzt demnächst machen. Weil durch die Shorts ist es mir ganz gut möglich, mehr Videos zu bringen und mehr Kurzreviews und warum dann nicht? Das war auch schon der einzige Marvel-Titel, den es bei den Rezensionsexemplaren gab. Dann haben wir Dunkle Legenden, Batman, habe ich auch noch nicht reingeschaut, ist ein etwas dickerer Band. Mal gucken, was der kann. Ebenfalls gab es Checkmate, ja, die Leviathan-Verschwörung, die taucht jetzt auch in den anderen Heften auf, ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welchem es jetzt zuletzt war, weil ich habe einiges gelesen im letzten Monat. Aber Checkmate wird da auch wichtig und deswegen muss ich den auch auf jeden Fall noch lesen. Deathstroke kenne ich eigentlich in erster Linie als Nebenfigur, aber jetzt gibt es auch eine neue Nummer 1, Deathstroke Inc. Und die zu Infinite Frontier habe ich dann auch direkt mal mitgenommen, weil bisher waren ja alle Reihen ziemlich gut. Bis auf Harley Quinn, aber ich hoffe mal, dass der auch ein bisschen Action zu bieten hat. Und da mir die aktuelle Wonder Woman-Reihe auch ganz gut gefällt, habe ich gedacht, schaust du noch mal ein bisschen weiter rein und habe Wonder Woman Schwarz und Gold angefragt. Und zu guter Letzt auch noch die sensationelle Wonder Woman. Da weiß ich auch noch nicht so wirklich, worum es geht, aber ich schaue da definitiv rein und dann werdet ihr es erfahren. Vom Splitter Verlag gab es tatsächlich auch noch was. Nämlich Macbeth unter anderem. Ja, dieses Album habe ich schon mal in einem Short Review vorgestellt und das hat mir wirklich super gefallen. Also das kann ich tatsächlich nur empfehlen, wenn ihr auch so ein bisschen an historischem Stoff oder Fantasy interessiert seid, dann solltet ihr da mal einen Blick reinwerfen und Fans von William Shakespeare auf jeden Fall auch. Wirklich düstere, blutige Geschichte hier hat mir wirklich unglaublich gut gefallen. Die Vergessene Welt habe ich auch noch bekommen. Da hatte ich auch gar nicht nachgefragt, aber die hat man mir mit reingepackt. Aber da freue ich mich sehr drüber, dass ich die erhalten habe. Die werde ich jetzt auch demnächst lesen. Ist auch ein recht dicker Band. Ein Album ist abgeschlossen. Ist nämlich die Gesamtausgabe. Ja, das heißt, alle erschienenen Alben sind da drinne. Und da freue ich mich sehr drüber. Deswegen werde ich darüber natürlich auch berichten. Und an dieser Stelle, wie immer, vielen lieben Dank an die Verlage für die Rezensionsexemplare. Machen wir weiter mit DC. Da habe ich hier zunächst einmal Batman Detective Comics Heft 58. Ja, da geht es weiter mit der Reihe. Da muss ich allerdings tatsächlich noch einiges lesen. Das habe ich noch nicht geschafft, weil ich noch ein paar Sachen nachholen muss. Aber wie immer, ne? Kostet 4,99 und führt die Reihe fort. Von Justice League Infinite Frontier, die Mini-Reihe mit 6 Heften, haben wir jetzt schon Heft 3. Das Ding kostet 6,99 € und wenn ich alle habe, dann denke ich mal, dass ich die auch komplett lesen werde, am Stück. Lange wurde es immer wieder verschoben, aber jetzt ist es auch endlich rausgekommen. Wonder Girl, ja, das ist ja eine inzwischen schon abgeschlossene Reihe und als dieses Paperback erscheinen sollte, war das letzte Heft noch gar nicht raus, soweit ich weiß. Aber jetzt ist es auch mit drinne, das wurde dann nochmal mit aufgenommen, deswegen wurde das um einige Monate verschoben. Jetzt ist das Teil da, kostet 20 €, ist halt auch ein relativer Brecher durch die vielen Hefte, die da jetzt drin sind. Ja, soll ja gut sein, Comic Inn schwärmt davon. Mal gucken, ob das Ding hier hält, was er verspricht. Und ein kleiner Zusatz zu Infinite Frontier ist Infinite Frontier, die geheimen Akten, ist jetzt nicht ganz so dick, kostet deshalb auch nur 9,99 €. Also hat jetzt vielleicht 100 Seiten, wenn ich mal so schätzen soll. Ja, mal gucken. Da haben wir auf jeden Fall President Superman nochmal mit dabei und noch ein paar andere Figürchen. Mal schauen. Worauf ich mich durchaus auch sehr gefreut habe, ist hier Superman, Sohn von Kal-El, ja, wo John Kent als Superman das Ruder in die Hand nimmt quasi. Das Ganze kostet 18 €, ist halt mit 150 Seiten auch jetzt nicht ganz so dünn. Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf, das zu lesen, was hohe Wellen geschlagen hat durch das Outing von John Kent. Das wird schon gut werden. Und noch ein dickes Superman-Ding, nämlich Superman, der Mann von morgen, ja, von Brian Azzarello, Jim Lee und Scott Williams. Das
dicke Teil hier kostet 24,95 €, also ist jetzt nicht mehr das alleraktuellste, aber das fehlte mir auf jeden Fall noch in der Reihe. Und damit sollte ich jetzt aber endlich komplett sein und kann Sachen kaufen, die außerhalb der Reihe spielen. Das war's dann auch schon mit DC. Kommen wir direkt mal zu Marvel. Da starten wir mit Spider-Man Heft Nummer 46. Da neigt sich jetzt Nick Spencers Run so langsam dem Ende entgegen und Kindred hoffentlich auch. Ja, der kostet 4,99 € wie üblich. Also ist das dünne Heft. Und jetzt demnächst kommen, glaube ich, auch erstmal wieder nur ein Heft im Monat. Dann gibt es noch ein kleines Zwischenspiel beim Immortal Hulk. Ja, der gehört jetzt halt nicht so komplett in die Reihe rein. Ja, weil ist nämlich nicht von Al Ewing geschrieben, sondern von Jeff Lemire. Und da bin ich auch mal sehr gespannt drauf, was der so mit Hulk veranstaltet. Gehört, wie gesagt, nicht zur Immortal Hulk-Reihe, also beziehungsweise Bruce Banner Hulk, sondern läuft extra gesondert, kostet 15 € und hinten sehen wir einen Spider-Hulk drauf. Mal gucken, was da so abgeht. Eine kleine Lücke habe ich aber trotzdem noch gefüllt, zwar auch mit einem neuen Paperback, nämlich hier Ben Reilly Scarlet Spider. Da kommt ja jetzt demnächst Ben Reilly Spider-Man wieder. Und da fiel mir auf, dass mir da der letzte Band noch fehlt. Und ja, das sind ja insgesamt 4 Bände gewesen. Den habe ich mir jetzt endlich nochmal nachgeholt. Habe ich auch direkt gelesen. War lustig wie immer. Also, was heißt lustig? Der ist ja ein bisschen dreckiger, düsterer als Spider-Man selbst, ja, als Peter Parker. Aber Ben Reilly gefällt mir trotzdem sehr gut als Scarlet Spider. Und von daher musste ich die Reihe jetzt einfach mal zusammen haben. Ne? Das geht ja so nicht. Kostet 16,99 €. Dann hätten wir hier die neue Moon Knight-Reihe, ja, Wächter der Nacht. Eine neue Mission. Habe ich tatsächlich auch schon gelesen. Ja, da hat er eine Vampirin als Assistentin quasi und führt halt eine Mission als Mr. Knight. Ja, kriegt es mit neuen Gegnern zu tun. Khonshu hat anscheinend noch mehr Fäuste, so wie es aussieht, ja, und da taucht halt noch mal jemand auf. Fand ich jetzt nicht schlecht, aber fehlte mir so ein bisschen die Düsternis, die vorher immer da war. Ging ein bisschen weniger um die Psyche, aber konnte man trotzdem sehr gut lesen und ich werde das auf jeden Fall auch weiter verfolgen. Kostet 18 €. Wolverine der Beste, da haben wir jetzt auch Band 3 endlich. Den habe ich noch nicht gelesen, der liegt noch auf dem Lesestapel, wird aber sicherlich auch demnächst drankommen. Da ich versuche, den halt jetzt gerade auch so ein bisschen abzuarbeiten. Deswegen nur Neukäufe. Aber ja, bisher hat mir die Serie auch ganz gut gefallen. Wolverine geht eigentlich auch immer. Schauen wir mal, was der noch weiterbringt. Ist auch bei 18 €. Dann geht es jetzt weiter mit Gewichtheben, nämlich mit Savage Sword of Conan Band 3. Die habe ich ja bisher alle. Die Conan der Barbar habe ich nicht alle. Da habe ich nur den ersten und habe dann aber noch den Kurt Busiek Band, den ich im letzten Monat auch gelesen habe. Also das war schon ziemlicher Brocken. Hiermit werde ich aber auf jeden Fall auch weitermachen und die anderen Conan Classic Collection Sachen werde ich mir nach und nach auch noch holen. Aber das ist natürlich immer ganz schön viel Geld und es kommen sowieso viele Omnibus Sachen raus. Deswegen, ja, kann man da halt nicht alles auf einmal kaufen, ne? Und so bei der Veröffentlichungsreihenfolge, wie die das Ganze rauspumpen, im August kommt ja auch schon der Devil, der Charles Soule Band, der ein bisschen teurer ist. Ja, da kommt man dann halt nicht einfach so hinterher, ne? Da will das Portemonnaie auch noch mal ein bisschen geschont werden. Der kostet 99 € noch. Was ich auf jeden Fall haben musste, war der Charlie Houston Moon Knight Band. Ja, Mitternachtssonne heißt das Ganze. Da sind quasi die ersten beiden 100% Marvel-Bände drinne, plus noch mal eine Geschichte aus dem dritten Band zu Moon Knight. Ja, und der Rest fehlte dann bis Band 30 oder bis Heft 30 vielmehr. So viele Bände waren es ja nicht. Also haben wir hier nämlich Heft 1 bis 13. Ja, und die ersten beiden 100% Marvel-Bände hatten 1 bis 12. Und 13 wäre dementsprechend dann noch im dritten Band drin gewesen. Wurde halt von Charlie Houston geschrieben. Ich weiß nicht, warum man das so aufgeteilt hat. Vielleicht dachte man an der Stelle noch, dass der noch weiterschreibt. Aber danach wurde das dann anderweitig übernommen, was mich ein bisschen enttäuscht hat, weil ich halt gedacht habe, das wäre ein Omnibus, der die komplette Reihe drin hat. Aber ja, zu früh gefreut. Zum Glück habe ich aber die 100% Marvel-Bände da. Mir fehlte nämlich nur der zweite, so die zweite Hälfte von dem hier. Und von daher konnte ich jetzt durchlesen und habe es dann auch ganz zu Ende gebracht. Und das war schön. Der kostet übrigens 42 €. Da mir der erste Jason Aaron Thor-Run in der letzten Deluxe-Ausgabe echt gut gefallen hat mit dem Götterschlechter,
Habe ich natürlich auch die zweite Deluxe-Ausgabe direkt mitgenommen. Ja, die letzten Tage von Midgard, die habe ich jetzt aber noch nicht gelesen, werde ich aber auch jetzt sehr zügig nachholen. Also Thor bin ich da momentan ein bisschen auf dem Trip, würde ich sagen. Der erste Band sollte ja auch schon eine sehr gute Vorbereitung auf den Film sein. Mal gucken, was hier noch vielleicht drin ist. Und danach kommt ja jetzt demnächst auch schon, im Juni müsste das sogar sein, müsste der erste Thor, also der Mighty Thor, wo Jane Foster Thor ist, müsste ja auch rauskommen. Und da mache ich dann natürlich weiter. Und der kostet 42 Euro auch. Der nächste Schwarz-Weiß- und Blutband ist auch da, nämlich Deadpool. Mal gucken, ob der so lustig ist. Da sind ja auch wieder Kurzgeschichten drin in dem größeren Format. Den kann man auf jeden Fall sicherlich zwischendurch mal wegsnacken. Kostet 26 Euro. Das erstmal zu Marvel und DC gebraucht. Haben wir gleich halt nochmal die paar Sachen, die am Anfang des Monats kamen. Ansonsten war mein Monat recht Manga-lastig. Da habe ich hier zum Beispiel Tokyo Revengers. Der stand an der Kasse im Comicland. Und habe ich gedacht, nimm's den mal mit, weil da hatte ich auch schon was von gehört, weiß aber noch nicht so genau, worum es geht. Den habe ich tatsächlich auch noch nicht gelesen, werde ich aber jetzt bald machen. Und dann gibt es da sicherlich auch mal ein kurzes Video zu. Den dicken Band gibt es übrigens für 8 Euro bei Carlsen Manga. Von Manga Cult, also dem Manga-Label von Cross Cult, habe ich natürlich auch wieder den sechsten Band von Doro Hedoro. Wirklich großartige Geschichte bisher, habe ich auch schon Shorts zugemacht. Solltet da mal reingucken, werde ich auch weiterhin fortsetzen. Immer noch eine großartige Geschichte. Die wird immer komplexer und wirrer und spannender, je weiter das Ganze läuft. Verfolge ich auf jeden Fall weiter. Den habe ich auch schon gelesen und kann schon wieder nicht auf den nächsten Band warten. Das Ganze kostet 15 Euro. Ebenfalls von Manga Cult habe ich mir hier mal Jojo oder Jojo's Bizarre Adventure gekauft. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, da verstehe ich den Hype nicht drum. Das hat mich jetzt nicht unbedingt geflasht und ich weiß gerade tatsächlich auch nicht unbedingt, ob ich da weiterlese. Also es kostet 12 Euro. Es sind jetzt von dem ersten Part sind 3 Bände raus. Der zweite Part läuft auch schon und dann werden es irgendwie immer mehr Bände in den nächsten Parts. Ist schon irgendwie, das ist eine Reihe aus den 80ern, die schon lange durch ist. Ja, ich. Also mich hat es jetzt noch nicht so gepackt. Vielleicht hole ich mir nochmal den zweiten. Oder schreibt gerne mal in die Kommentare, was da so toll dran ist. Aber mich hat es jetzt noch nicht so geflasht. Und noch zu guter Letzt von Manga Cult habe ich hier den ersten Demon Slayer Band. Den wollte ich mir jetzt endlich mal holen. Wobei ich viel Gegenwind dafür bekommen habe. Ja, wo viele Leute sagen, hey, guck lieber den Anime, der ist viel besser als der Manga. Aber ich habe jetzt den ersten gelesen und so viel Unterschied zum Manga oder zum Anime finde ich da eigentlich gar nicht. Mal schauen, also ich werde das vielleicht nochmal weiter verfolgen. Also so schlecht fand ich es jetzt nicht. Ich mag es ganz gern, aber ich habe deutlich bessere Titel gelesen. Den gibt es für 10 Euro. Wo ich von besseren Titeln spreche, habe ich zum Beispiel hier Solo Leveling. Ja, von Ultraverse ist kein Manga, sondern ein Manhwa, also ein koreanischer Comic, der dann auch von vorne nach hinten gelesen wird. Ganz normal wie ein westlicher Comic. Und der war echt mega klasse. Also der hat mir sehr gut gefallen. Kostet aber auch 16 Euro, ist dafür aber dann halt auch in Farbe und in richtig schwerem Papier. Also das Ganze ist ziemlich dick gehalten. Also schon sehr vergleichbar mit der richtigen Comic-Qualität, wenn man einen hochwertigen Band hat. Und das fand ich echt klasse, weil das ist. Mir wurde gesagt, es wäre ein Isekai-Manga, aber ist er eigentlich gar nicht, weil die Kollegen hier nicht in eine andere Welt kommen, sondern einfach hier bei uns in der Welt so Portale aufgegangen sind, wo Dungeons drin sind. Also ganz wie bei World of Warcraft irgendwie, nur eben in unserer Welt. Und da gehen diese Hunter rein. Und ich fand das so gut, den ersten Band, dass ich mir direkt noch die nächsten geholt habe. Also 5 sind jetzt erschienen. Und ich habe mir aber die ersten 4 dann direkt geholt. Den letzten gab es sogar nochmal für Payback-Punkte. Haha. Die muss ich dann haben. Den 5. werde ich mir jetzt auch noch sehr bald holen, weil ich die Tage auch nochmal in den Comic laden muss. Und das fand ich echt gut und ich freue mich darauf, das weiterzulesen. Also das macht wirklich viel Spaß. Das geht richtig flott voran und bringt ordentlich Spannung und viel Potenzial noch. Also da bleibe ich dran. Auch noch Anfang des Monats, wo wir noch von Lückenstopfen reden konnten, habe ich Akira Band 4 gekauft. Ja, ich habe ja die ersten 3 jetzt schon gehabt zum Lesen nochmal, weil die
alten Bände von Carlsen, wo es 20 Bände sind, die schon so ein bisschen auseinanderfallen. Deswegen habe ich den jetzt nochmal geholt in Schwarz-Weiß. Ist nicht so teuer, kostet 22,90 € ja, für die Größe. Das haben jetzt damals schon die Einzelbände fast gekostet, also zumindest in D-Mark. Und dann sind hier ungefähr so drei Bände drin. Das passt also auf jeden Fall ziemlich gut. Und die lese ich jetzt halt mal flott hintereinander weg, um mir die Geschichte nochmal zu geben. Ja, also ein schöner Reread, auch wenn ich den nicht so oft mache. Aber hier musste der mal sein, weil das einfach immer noch mein Lieblingsmanga ist. Und ja, die letzten beiden Bände, die da noch sind, die werde ich mir aber auf jeden Fall auch noch kaufen. Von Carlsen Comics habe ich mir jetzt noch ein bisschen Fachliteratur gekauft, quasi. Was ich schon die ganze Zeit mal haben wollte, ist nämlich hier Scott McCloud Comics richtig lesen. Also ich mache mir keine Sorgen, dass ich die Comics falsch lese oder so, ne? In die Reihenfolge irgendwie nicht damit klarkomme. Kann ja sein. Also für manche mag es ja ein bisschen verwirrend sein, wenn die Panelstruktur nicht so, ne, abläuft, wie es sein sollte, oder vielmehr von euch aus gesehen andersrum, sondern ein bisschen anspruchsvoller ist. Da spielen ja viele Leute mit, gerade wenn man sich so einen Andrea Sorrentino oder so anschaut, in Gideon Falls. Da kann ja einiges passieren mit den Panels. Und hier sollte einiges drin erklärt sein, um vielleicht auch noch mal ein paar mehr Fachbegriffe aufzugreifen, weil bisher bin ich eigentlich nur Leser. Ich weiß zwar schon etwas, aber ein bisschen mehr kann da nicht schaden. Ist auch als Comic aufgebaut, soll also sehr empfehlenswert sein. Kostet 19,90 €, ist also gar nicht so teuer und lohnt sich auf jeden Fall. Dann kommen wir jetzt noch mal zu Cross Cult. Manga Cult hatten wir ja gerade schon und Comics auch. Fear Agent Band 4, ja, das ist ja nochmal diese Kurzgeschichtensammlung. Die Hauptstory ist ja mit den ersten drei Bänden schon durch. Und hier haben wir jetzt halt tatsächlich dann nochmal ein paar Kurzgeschichten zu Heath Houston. Da bin ich schon sehr gespannt, weil die Hauptreihe fand ich auch wirklich sehr klasse. Rick Remender hat ja auf jeden Fall ein richtig geiles Ding auch wieder gemacht. Der kostet 26 €, ist halt auch ziemlich fett und im Hardcover. Weil ich die Welt bei Coda 1 so gut fand, habe ich mir direkt den zweiten Band auch noch geholt, hier von Simon Spurrier und Matthias Bergara. Diese Endzeit-Fantasy-Welt, wirklich sehr klasse mit dem Barden und seinem Pentahorn. Da bin ich auf jeden Fall schon heiß drauf, wie das weitergeht. Der ist jetzt auch erschienen und dann nehme ich den natürlich direkt zum Lesen mit und werde das auch sehr bald nachholen. Das habe ich nämlich noch nicht geschafft, weil er jetzt hier auch die ganze Zeit auf dem Stapel lag. 25 € dieser große Albenkracher. Ich freue mich sehr drauf. Ja, dann kommen wir jetzt noch zu den paar gebrauchten Kleinigkeiten und dann sind wir nämlich auch schon durch. Also ging es heute doch relativ flott, wenn ich das richtig im Gefühl habe. Vielleicht auch nicht, wer weiß. Naja, wahrscheinlich hat es einfach genauso lange gedauert wie sonst auch immer. Ich habe ergattern können den Punisher von 2010, ja, und 2011, 1, 2 und 6. Da hatte ich ja die Frankencastle-Sachen beim letzten Mal vorgestellt. Und da hieß es ja, die anderen Bände wären aber ganz gut, um zu verstehen, wie er Frankencastle geworden ist. Vielen Dank für den Hinweis und dass ich dann nochmal Geld ausgeben durfte. Und die habe ich zufällig dann auch genau die drei bekommen. Die hat dann jemand verkauft und die habe ich wirklich sehr günstig übernehmen können und kann das dann jetzt komplett am Stück lesen. Und derjenige, der mir die verkauft hat, hat nämlich auch noch das Punisher War Journal 1 bis 6 angeboten, also von Civil War zur Secret Invasion, von Matt Fraction, die ganzen Sachen. Da konnte ich dann natürlich auch nicht Nein sagen und habe die auch direkt mitgenommen. Und es war alles zusammen echt günstig zu haben. Da so ein Angebot schlägt man nicht aus. Aber das waren tatsächlich die letzten gebrauchten Sachen, die ich jetzt erstmal für hoffentlich lange Zeit gekauft habe und werde mich jetzt darauf konzentrieren, erstmal den Lesestapel wegzubekommen. Und damit bleibt mir jetzt nur zu sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, drückt auf die Glocke, um über die nächsten Videos informiert zu werden. Und ansonsten sind Daumen und Kommentare gerne gesehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.